Kennen ja alle diese, vor allen Dingen die Leute, die hier aufgewachsen sind. Ja? Wer ist hier alles aufgewachsen in Deutschland? Sehr viele. Okay, gut. Da kennen wir ja alle diese ganzen Boygroups und so, ne? Also von früheren Zeiten, vielleicht haben wir nur davon gehört, Take That und so, ja, und diese ganze, naja, wie sie alle ihren komischen Tanzen machen sind, hast du nicht gesehen. Und da gibt es ja auch, da gab es ja auch diese Gruppe Boyzone, ne? Und gestern, Leute, ich war gestern sowas von erschrocken. Ich war gestern bei einer Hochzeit eingeladen. Und da habe ich echt gedacht, wo bist du hier gelandet, ja? Ich meine, also ich bin dort eingeladen worden, einen Vortrag zu machen. Und ich komme da erstmal an. Da haben die das, also die haben das aufgeteilt in Männer und Frauen. Bei euch, Alhamdulillah, ne? Da war schon mal gut gewesen. Also Alhamdulillah, ich habe an dem Tag gar keine Frau gesehen, Alhamdulillah. Da bin ich schon mal sehr froh drüber gewesen. Aber auf jeden Fall, dann war bei den Männern alles mucksmäuschenstill und bei den Frauen voll die Mucke, ne? Musik. Aber so richtig so von, ich will es gar nicht nachmachen, ja? So von der übelsten, ist ja nur arabische Musik, ne? Und ich will ja direkt mal damit anfangen, bevor ich zu diesem Thema von Boyzone komme, ja? Wenn man sich das mal anguckt, weil viele Leute fragen, ja, warum, was ist mit Musik und so weiter und so fort. Ich sage euch eins, Allah sagt erstmal im Koran, über Musik, Verbot, damit wir ganz klar sind. Utrulu fi silmi kafe, erstmal, tretet komplett in die Religion ein. Das heißt, wenn es einen Befehl oder ein Verbot gibt von Allah oder von dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Da gibt es nicht, ja, warum, weshalb, die Mädchen, die müssen auch ein bisschen Spaß haben und so weiter. Sondern dann heißt es, wir müssen voll gehorchen. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا, كان لمؤمن ولا مُؤْمِنَا إِذَا قَدَّ اللَّهُ وَرَسُولُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا دَلَالًا مُبِينًا. Das heißt, wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dann geziemt es sich nicht für einen gläubigen Frau oder eine gläubige, für einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau eine andere Wahl zu treffen. Und wer sich Allah und dem Gesandten widersetzt, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Wir haben den Sirat al-Mustaqim und wir haben den Irrweg. Und Allah sagt im Koran über diese Sache, also das ist wie, nicht wie ein Befehl zu verstehen, weil Allah befiehlt nichts Schlechtes, zum Scheitern. Was darf es man istata'ata minhum bisautik? In Sure 17. Das heißt sozusagen, verführe mit deiner Stimme. Verführe sie mit deiner Stimme. Und Ibn Mas'ud sagt, damit sind die Musikinstrumente gemeint. Natürlich durch die Sunna wird spezifiziert, außer den Daf. Das war Koran. In der Sunna, in Sahih al-Bukhari, sagt der Prophet, la yakunanna akwaman ummati yastahilun al-hirra wal-hariya wal-khamr wal-ma'azif. Es wird Gruppen geben von meiner Umma, die was? Die Hirra, das ist eine Art von Sina. Das ist Sina. Wal Hariya, Seide für Männer. Wal Khamra, das ist Alkohol. Wal Ma'azif, Musikinstrumente erlauben. Ganz klar. Was heißt das? Ist die Halal? Das heißt, das war vorher nicht erlaubt gewesen. Wie gesagt, die Ausnahme ist dieser Daf in verschiedenen Situationen. Manche sagen auch für Frauen. Wir gehen jetzt nicht ins Detail. Erstmal Befehl von dort und von dort. Das heißt, wenn wir ein Verbot von Koran und Sunna haben, ein Verbot von Koran und Sunna, dann brauchen wir nicht zu fragen, ja wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Weil das ist der erste Fehler, den Iblis, der Shaitan gemacht hat. Dass er den Befehl Allahs in Frage stellt. Er hat den Befehl Allahs in Frage gestellt. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Warum soll ich für jemanden Sujud machen? Oder soll ich für jemanden Sujud machen, den du aus Erde erschaffen hast? Was ist der Sinn dahinter? Ich bin besser als der. So meint er. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aus Erde. Subhanallah, und heute, wir Muslime, ich rede nicht nur von Musik. In vielen dieser Angelegenheiten haben wir die Einstellung wie Iblis. Warum? Wieso? Weshalb? Ich sage euch eins. Alles, was Allah für dich verboten hat, alles, was Allah für dich verboten hat, so hat er dies verboten,
weil es schlecht für dich ist. Und alles, was er dir geboten hat, so hat er dies geboten, weil es gut für dich ist. Und der Beweis dafür ist im Koran, Sure 20, Vers 2. Merkt euch das. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht zu dir herabgesandt, damit du unglücklich bist. Ob wir die Weisheit erkennen hinter dem Verbot. Wir sagen, es ist gut, wenn wir nicht in die verbotene Sache hineintappen. Es hat einen Nutzen für uns. Ob wir den Nutzen erkennen oder nicht. Spätestens am jüngsten Tag erkennen wir ihn, weil wir Allah gehorsam waren, dass wir den Nutzen haben. Ja. Aber es hat einen Nutzen. Es gibt auch hier Dinge in die Diesseits. Und ich gebe dieses Beispiel immer von dem kleinen Jungen. Wenn ein Elternteil mit einem kleinen Kind zum Arzt geht, das kleine Kind soll eine Spritze bekommen. Was wird das Kind machen? Schreien. Weil es weiß, diese Spritze piekt, tut weh. Das heißt, es sieht keinen Nutzen in der Spritze. Heißt das, dass die Spritze keinen Nutzen hat? Nein. Das heißt nur, dass das kleine Kind mit seinem limitierten Verstand den Nutzen dieser Sache nicht sehen kann. Aber du als Erwachsener, du kennst mit deinem Verstand, der etwas ausgeprägter ist, im Normalfall, erkennst du die Weisheit, erkennst du den Nutzen dahinter. Das heißt, wenn wir sehen, es gibt ein klares Verbot oder es gibt ein klares Gebot, dann brauchen wir nicht mehr nach rechts und nach links zu gucken. Aber hier schauen wir uns doch mal, was Musik angeht, schauen wir uns doch mal die ganze Musikerliste mal an. Hör mal, gibt es da einen einzigen, der diese Haram-Musik macht, der nicht irgendwie drogenabhängig ist, psychisch krank ist, Selbstmordversuche gemacht hat oder irgendwas? Kannst du mir einen nennen, der da zig Jahre bei ist? Vielleicht gibt es da irgendwo mal eine Ausnahme. Aber wie viel Prozent davon haben irgendwelche Probleme? Und wie viele von denen, wo wir die Probleme vielleicht nicht kennen, bei denen sind die Probleme verborgen? Whitney Houston, heroinabhängig. Britney Spears, voll bekloppt. Mariah Carey, Selbstmordversuche. Achi, David Hasselhoff, I've been looking for freedom, oder wie er hieß. Hier, guck, auch alkoholabhängig. Ach, jeder hat irgendein Problem. Also wenn man da nicht sieht, und glaubt mir, ihr kennt's doch, ihr seid doch hier aufgewachsen, kommt, macht jetzt keiner auf heilig, ja? Wie war es früher gewesen, komm? Woran denkst du, wenn du hier diese ganze AMB-Mucke hörst? Was gehen dir für Gedanken durch den Kopf? Bist du dann nicht auf einmal von 0 auf 100 zum Coolsten geworden? Ach, wenn das einen nicht negativ beeinflusst, dann weiß ich es nicht. Deswegen, ja, stimmt, ich habe auch am Anfang gedacht, boah, Musik, das wird das Schwerste für mich sein überhaupt. Ich war richtig musikfanatisch. Ich bin mit Musik, ich habe nur im Auto damals direkt den CD, wechselnden CD, damals war ja CD-Player, wurde gerade modern, wechselnden CD-Player mit allem möglichen Mucke, riesen aufgedreht, boah, laut und so weiter und so fort. Wie, da habe ich mich cool gefühlt, sage ich dir ganz klar. Aber war das gut für einen? Und deswegen sage ich jedem hier, glaub mir eins, wenn du die Religion richtig praktizieren willst, versuche diese Sache zu umgehen. Das hält dich auf. Das wollte ich nur kurz sagen. So, jetzt ist natürlich Hochzeit, und da kann man ja mal ein Auge zudrücken. Ne? Ist ja Hochzeit. Das sind plötzlich, als wenn so, heute ist die Religion aufgehoben. Heute können wir das alles mal ein bisschen anders sehen. Heute ist ja alles gut und schön. Ja, die wollen sich ja auch mal vergnügen. Was für Vergnügen? Ach, da kommen die Mädchen, dann wird ihnen von anderen Mädchen erzählt, die vielleicht in die Disco gehen. Ja, hallo, wir waren da und da. Und dann wünscht die sich auch so zu sein. Und dann sitzt sie dort, hört die Musik und wünscht sich dann im Inneren für irgendwelche Männern rumzutanzen.